Hallo und grüß euch. Endlich kann ich euch wieder kleine Dackerl zeigen. Das sind Zwergraucherdackerl. Die Farbe nennt man Saufarben. Die wird mit der Zeit nur schöner und intensiver. Aber alle Babys müssen sie halt entwickeln. In meiner Hand halte ich da die kleine Hündin aus dem Wurf. Und die Welpen sind jetzt 6 Wochen alt und haben ungefähr ein halbes Kilo und werden erwachsen, so zwischen 3 und 4 Kilo kriegen, dann ist aber auch alles beieinander. Wenn ich zwischendurch zeige euch oder am Ende dann auch noch die Mutterhündin, dass ihr euch vorstellen könnt, wie diese Schnuckelchen als Erwachsene mal ausschauen. Jetzt habe ich den Welpen schon gewechselt und habe da in meiner Hand einen kleinen Rüden. Der wiederum ist schon recht rauhaarig, da sieht man da im Bart schon recht und auch da kann man das Fell schon sehen und der ist auch ziemlich dunkel jetzt am Rücken und wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist halt nicht jeder gleich, jeder schaut ein bisschen anders aus, das ist das Individuelle, okay? Und das sollte ja in einem Wurf so sein, auf den ersten Blick glaubt man, man kennt es gar nicht auseinander, aber aufs zweite Mal hinschauen, weiß man es dann und der Züchter kennt seine ganz genau. Der schöne Bursch da kommt übrigens in die Steiermark und das Mädel zuvor, was wir gehabt haben, die kommt nach Wien und ich hoffe, ich verwechselt da nichts, damit wir jedem das Richtige sagen. In dem bezaubernden Wurf ist das der einzige Welpe, der noch frei ist. Das ist ein kleiner Rüde. Sehr schön, also es ist nichts an ihm verwerflich oder sonst was, aber es ist halt immer, irgendeiner im Wurf ist der letzte, der halt noch frei und verkäuflich ist. Okay? Ich zeige euch von der ganzen Statur her, von der Farbe her, ganz niedlich und das ganz dunkle Gesicht, was da jetzt noch ist, das tut mit der Zeit noch ein bisschen aufhellen, das Braun wird noch ein wenig intensiver, die werden von Woche zu Woche schöner. So, das nächste kleine Bulli in meiner Hand, der wird einmal ganz wichtig und oft in den Wald gehen, weil sein Herrli hat eine Büchse und ist als Jäger unterwegs und er wird sich als kleiner Jägermeister gut beweisen. Ja, sagt er, genau so wird's. Er kann es kaum erwarten. Der Dackel ursprünglich war ja ein Hund für den Jäger und seine Füße sind ja auf kurz gezüchtet, dass er schön gemütlich mit dem Jäger geht und nicht davonläuft und dann unter Umständen im Bau niederwild außerholt oder aufstöbert. Und für das ist er halt auch ganz gut zu gebrauchen. Wobei die meisten Dackels eigentlich nur im Wohnzimmer sitzen und mit den Leuten gemütlich spazieren gehen. Der putzige Lauser ist jetzt der letzte von den Welpen in dem Wurf. Das wird ein Oberösterreicher und wird seine Besitzer natürlich auch äußerst treu zur Seite stehen. Und jetzt müssen sie ja alle noch ungefähr 2 Wochen warten, dann kann man es abholen, die Schnuckelchen. Zuerst geht es natürlich nur ab zum Tierarzt, nochmal entwurmen, impfen, chippen, das Übliche. Und dann geht es auf ins große Abenteuer bei der neuen Familie. Und jetzt zu guter Letzt zeige ich euch noch eine bezaubernde Mutti, dass euch die auch noch vorstellen könnt, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und jetzt zuletzt zeige ich euch noch die zauberhafte Mutterhündin, die Dackerl heißen ja gern Hexi, Maxi und solche Namen, das ist so das Typische, aber natürlich ist Lisa oder Resi genauso putzig, sie brauchen aber so ein wenig was Kerniges, weil sie sind wirklich freche, pfiffige Mausis. Die Mutterhündin ist jetzt natürlich ein bisschen irritiert, weil ihre Babys quietschen da nebenan, weil ich das Wecker da habe und ich bin natürlich fremd für sie, aber ihr seht auch, null Aggression, die Hündin lässt sich das ganz brav gefallen, sagt sie, naja, holst mich halt, was soll ich denn da, wirst mich schon wieder zu den Jungen sitzen. Bisschen Geduld. Und da seht ihr jetzt von der Größe her, so 3-4 Kilo, recht viel Hund ist das nicht. In die Videos wirken die Hunde immer größer, weil es vor meinem Körper halt. Aber in Wahrheit ist diese kleine Maus, jede Kotze ist weit größer. Okay, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Hoffentlich ist dann das Wetter wieder besser, weil heute ist kalt und windig. Und wir waren ja alle schon so frühlingssüchtig. Und vergesst nicht, Daumen hoch. Und schreibt ruhig was drunter unter die Videos und schickt es weiter, weil ich glaube, da haben viele Leute Spaß drauf, wenn sie sich so kleine Dackerl anschauen. Tschüss, Baba, bis zum nächsten Mal. Und Hexi, wir zwei winken. Tschüssi, Tschüssi Kowski. Oh.